Servus. Und ja, ihr habt euer Handy fertig geroutet. Sei es mit Lügisk, Magisk, sei es mit Delta oder Alpha. Hauptsache, ihr habt Root und ihr habt so gesehen dieses Menü. Ja? Es sind ja eigentlich alle so gesehen ziemlich gleich aufgebaut. Ja, jetzt haben wir nur geroutet. Ich habe keine Module drin. Ich habe hier nichts eingestellt, umgestellt oder sonst was. Wichtig, wenn ihr das gemacht habt, bitte ändert das wieder zurück. Wir wollten es ja so sauber haben, wie ich es jetzt habe. Ja? Okay. Ich habe hier Lineage OS drauf. Das Video geht auf jeden Fall für Lineage OS und für StockROM. Ja, also für im Prinzip die eigentliche ROM, die drauf ist. Also die eigentliche Firmware. Und ich habe eine Custom-ROM drauf, die ist halt Lineage OS. Also damit funktioniert es auch. Vielleicht funktionieren auch noch andere Custom-ROMs, das kann ich aber nicht sagen, habe ich nicht großartig getestet. Ich benutze ja überwiegend eigentlich nur Stock-ROM und halt bei manchen Geräten Lineage OS. So, also, Root ist drauf. Und ja, mit was fangen wir jetzt an? Wir brauchen vier Sachen. Oben sind zwar fünf Links, aber es kommt auf eure Android-Version drauf an. Was wir zuerst brauchen, ist diese App. Die könnt ihr im Play Store runterladen oder ihr ladet euch wie ich hier die APK herunter und die könnt ihr dann einfach mal installieren. Wenn ihr diese APK installiert, dann könntet ihr hier auch gleich mal sehen. Wichtig ist, ihr müsst mit dem WLAN verbunden sein. Dann könnt ihr gleich mal sehen, wie euer Integrity-Anfrage ist. Und bei mir steht schon alles rot. Ist also richtig belastend hier auch. Wenn ich hier mal prüfe, ist es richtig schlecht. Alles fehlgeschlagen. So, was wir brauchen ist, die zwei müssen auf jeden Fall an und hier will ich mindestens zwei Dots aktiv haben. Drei wäre krass, ist aber nicht immer möglich. Zwei sollten aber schon immer da aktiv sein. So, okay, also wie man schon mal sehen kann, funktioniert es nicht. Was brauchen wir als erstes? Dieses Video bezieht sich jetzt auf die jetzige Zeit. Na, ich habe so ein Video schon mal gemacht mit anderen Module, es ändert sich. Google geht dagegen vor, Updates gehen dagegen vor und so weiter. Sprich, machen die was, müssen die was tun. Hören die auf, also hören zum Beispiel diese Entwickler von diesen Modulen auf, kommen vielleicht andere Entwickler und so weiter. Ja, also sprich, dieses Video funktioniert noch. Schaut euch die Beschreibung an. Habe ich hingeschrieben, geht immer, dann geht's immer. Dann wartet auf ein neues Video oder gibt es genug Textdateien immer wieder. So, auf jeden Fall brauchen wir erstmal das. Wir gehen jetzt hier hin in den Tricky Store und gehen hier auf Releases und laden uns einfach das Neueste herunter. Also wir können hier einfach unten auf diese Releases klicken. Dann haben wir hier gleich das Neueste, gehen auf hoppala, da drauf und laden uns die ZIP-Datei herunter. Voilà. Diese können wir gleich aufs Handy ziehen. Dann brauchen wir noch den Play Integrity Fix. Dafür wieder hier auf Releases klicken, laden uns das Neueste herunter und schieben das auch auf das Gerät. Jetzt kommt es darauf an, was für eine Android-Version wir haben. Habt ihr, Moment, nehmen wir das hier, Smelly Patcher X. Funktioniert von Android 11 bis 14 aktuell. Vielleicht sogar mit 15, da 15 noch nicht großartig released worden ist, kann man das noch nicht wirklich probieren mit verschiedenen Geräten. Seid ihr unter 11, sprich 6 bis 10, nutzt ihr den Smelly Patcher ohne X. Ja, hier steht zwar 6 und höher, ich glaube sogar es geht bis 11 und 11 geht dann bei beiden und ab 12 geht es glaube ich nicht mehr, da müsst ihr dann schon X benutzen. Genau, ihr ladet es euch einfach hier runter, hier zum Beispiel bei normalem Smelly Patcher klickt ihr einfach hier drauf, dann ladet ihr es euch hier runter und bei X ist ziemlich das gleiche. Na, hier haben wir dann verschiedene Versionen, 1.1.2 und 1.2.2, könnt auch die 1.2.2 benutzen, voilà. Wenn ihr es heruntergeladen habt, habt ihr so gesehen eine ZIP-Datei, wie zum Beispiel jetzt diese hier. Ne? Die heißt noch .zip. Ihr seht es ja auch im Zeichen hier mit einem Reißverschluss oder anders, je nachdem, was für Programme ihr installiert habt. Diese müsst ihr bitte einmal entpacken. So, dann könnt ihr die ZIP-Datei auch schon löschen. Ich habe jetzt hier beide, Smelly Patcher X und Smelly Patcher. Ich mache euch beides auf, um zu zeigen, wie die aussehen. Wichtig ist, dass hier muss gelöscht werden. Und das hier muss einmal gestartet werden. Die sehen beide so aus. Wenn ihr die zum ersten Mal startet, beide, egal welche, entsteht hier ein Bin-Ordner. Wartet bitte, bis hier unten Idle da steht. Ich glaube Idle, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ich schätze einfach mal Idle. Idle, ich weiß es nicht. Ich kann nur gut schreiben und lesen, aber ich kann nicht gut in Englisch reden.
So, ja, auf jeden Fall müsst ihr warten, bis es unten dann dasteht, ne, weil dann ein Bin-Ordner erstellt wird. Und ja, jetzt habt ihr ja so gesehen entweder Android 6 bis 10 oder 11 bis 14. Wichtig ist es, bei beiden nur die obersten zwei aktiviert zu haben. Nur die beiden. Mehr braucht ihr gar nicht. Alles andere ist eigentlich egal. So, ich brauche Smelly Patcher X. Smelly Patcher brauche ich nicht. Sonst funktioniert es ja eh identisch. Einmal schließen. So, wichtig ist, an eurem Gerät müsst ihr in die Einstellungen gehen. Na. Dann müsst ihr im Prinzip in die Entwickleroptionen, wie das nochmal geht, wie zum Beispiel bei Lineage aus ist so, ihr geht über das Telefon, klickt hier auf ganz oft auf die Bildnummer. Wenn ihr nicht wisst, wie in die Entwickleroptionen kommt, googelt einfach. Bei Samsung ist es ziemlich ähnlich, es ist bei jedem Handy ein bisschen anders, ne? Weil das Video hier geht ja nicht nur für Samsung, sondern es geht ja auch für Xiaomi, Realme, OnePlus und so weiter. So, dann geht ihr hier auf, ihr müsst auf jeden Fall in die Entwickleroptionen. Dann hier bei System komme ich dann hier in meine Entwickleroptionen. So, und dort müsst ihr USB-Debugging aktivieren. Und wenn ihr das aktiviert, dann sollte ein Pop-up kommen. Das ist sehr wichtig. Es muss ein Pop-up kommen, dass die Verbindung, da kommt so eine MAC-Adresse und sowas, und dann immer bestätigen, dass dann die USB-Debugging-Verbindung mit eurem PC auch erfolgreich verknüpft ist. Ich kann es euch nicht zeigen, aber wenn ich das jetzt deaktiviere, dann ist diese Bildschirmübertragung von meinem Handy weg. Na, also ich kann es euch nicht zeigen. Wie gesagt, aktiviert es. Dann müsste ein Fenster kommen, sobald euer Handy mit dem PC angeschlossen wird, dann kommt sie auch erst. Und dann müsst ihr im Prinzip diesem PC immer vertrauen und dann bestätigen. So, und sobald ihr das gemacht habt, drückt ihr hier auf Patch. Und dann kommt im Prinzip ganz kurz, kam ein Fenster, dann blättert es hier durch. Das dauert eine kleine Weile. In der Zwischenzeit öffnen wir schon mal unsere Root-App, ne, Lygis, Magisk, Delta, Alpha oder sonst was. Sobald ihr in diese App seid, geht in die Einstellungen und aktiviert dann hier Zygisk. Und auch die Verweigerungsliste erzwingen muss an sein. Und gehen hier auf Module. Gehen aus dem Speicher installieren. Bei mir sind es jetzt ein Download-Ordner, die könnten bei euch überall sein. Und installieren schon mal die ersten zwei Module. Ich gehe auf, bei mir ist hier Tricky Store. Ne? Einmal okay. Dann installiert ihr hier Tricky Store. Dann aus dem Speicher installieren. Play Integrity Fix. Voilà, jetzt ist es auch da. Und dann ist hier auch schon das Smelly Patcher fertig. Dann nimmt ihr diese ZIP-Datei, die hier erstellt worden ist, zieht sie aufs Handy, aus dem Speicher installieren und installiert auch Smelly Patcher X-Modul. Ja, für was ist eigentlich was? Smelly Patcher X ist das, damit ihr es puffen könnt. Ne? Da geht ihr hier im Prinzip, ihr schon könnt, lesen könnt, im Mock. Ja, also im Prinzip darum, dass ihr das Spoofen funktioniert. Also Play Integrity Fix und Tricky Store geht im Prinzip darum, dass wir das hier jetzt dann bestätigt bekommen. So, naja, auf jeden Fall, nachdem wir alle drei Module installiert haben, gehen wir einfach hier auf Neustart. Das dauert einen kleinen Moment. So, das Gerät ist hochgefahren. Wir sehen jetzt hier so gesehen alles. Schauen jetzt mal in die Simple Play rein, drücken wieder auf die Anfrage und wir sehen, wir haben hier zwei Dots. Perfekt. Und dann gehen wir hier drauf. Und hier ist beides bestanden. So, also im Prinzip, das ist erledigt. Smelly Patcher ist auch installiert. So, also das Handy ist nun fertig hergerichtet. Wir haben hier nun alle Module installiert. Wir haben hier alles aktiv. Smelly Patcher X, die Fixes, Tricky Store. Alles ist da, alles funktioniert. Und ja, damit kann man jetzt schon arbeiten. Ihr könnt jetzt auf jeden Fall einige Apps benutzen. Von Banking Apps bis Pokémon Go, Monster Hunter Now. Und viele andere Spiele, die so gesehen ein Problem damit haben, oder Apps mit dem Play Integrity Fix. Und ja, so zumindest funktioniert alles. Was ihr noch machen könnt, ist jetzt zum Beispiel in eurer Root App, dass ihr dann so gesehen jetzt hier entweder auf Magisk Hide oder bei der Verweigerungsliste konfigurieren, eure Spiele jetzt auswählt, ne? Einmal anklicken, damit es hier so groß wird. Das ist wichtig. Dann auswählen, weil wenn ihr das nicht macht, dann wird bloß das erste ausgewählt, na, das wollen wir ja nicht, sondern wir wollen alles, also klickt ihr da einmal so drauf. Genau, ja. Wie ihr sehen könnt. Und ja, genau. Das war's. Ciao.